So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Schauen wir uns gleich nach dem Putschversuch in der Türkei die Märkte an, die schon gehandelt haben. Das ist zum einen mal der Hang Seng Index, der konnte hier zulegen. Und zum anderen natürlich der Nikkei Index, die wichtigen Indizes sind natürlich andere, schon natürlich im aktiven Handel. Aber hier konnte hier der Nikkei-Index zwar leicht zulegen, aber kommt eben über die 16.600er Marke nicht hinweg. Und beim Nikkei, beim Hang Seng war das eben hier die 21.800er Marke. Hier wird eigentlich jetzt weiterhin erstmal von einen kleinen Rücksetzer eben ausgegangen, doch eventuell kann sich das hier wirklich auch auffächern und der Index kann sich hier direkt bis fast 23.000 Punkte vielleicht hocharbeiten. Aber es ist wirklich schon bemerkenswert, wie die Aktienmärkte die ganzen Unruhen und Unsicherheiten eben wegstecken. Ein paar neue Charts habe ich vorbereitet zum DAX im JFD. Die Indikation kommen wir später. Erstmal nochmal zu Gold. Gold gibt jetzt hier heute eben leicht nach, nachdem es am Freitag ab 21.30 Uhr rund 10 Dollar nach oben ging. Wie gesagt, das mit dem Putschversuch kam eben genau um 22 Uhr. Die ersten Nachrichten liefen da ein und war dann eben auch kaum mehr Handel. Heute geht es leicht abwärts. Hier gibt es eigentlich zwei, drei Marken eben zu benennen. Einerseits natürlich die Rainbow-Oberkante. Wenn die auch geknackt wird, dürfte es aber trotzdem womöglich nicht gleich über 1350 gehen, sondern nochmal ein Absacker Richtung eben 1310, Richtung EMA 200. Und hier wäre es dann im Prinzip, wie schon letzte Woche erwähnt, ein schöner Einstieg möglich. Schließt Gold allerdings auf Tagesschlussbasis über 1350, dann, also bevor er jetzt hier unten das Level erreicht hat, dürfte es auch kräftiger nach oben gehen, beziehungsweise dann dürfte er die Aufwärtsbewegung vielleicht fortsetzen, eben ohne das zu erreichen. In der letzten Woche wurde ja dieser Chart gebastelt. Ist im Prinzip auch noch weiterhin gültig, wenn er jetzt hier drunter fallen sollte unter 1322, auf 4 Stunden Basis oder auch auf Stundenbasis, dann dürfte Verkaufsdruck aufkommen. Beim Silber gibt es jetzt ähnliche Marken, ein Tagesschlusskurs über 2055 dürfte ein direktes Kaufsignal sein. Und schöner wäre es natürlich, wenn es hier Richtung 19 nochmal runter geht oder im Idealfall sogar 18,50. Schauen wir hier mal noch den Tag an. Ich denke mal, hier wird der Silberpreis nicht mehr unter 18 US-Dollar fallen. Auch wenn jetzt heute hier Druck drauf ist, trotz eben den ganzen Unsicherheiten, ich denke mal, Edelmetalle werden gefragt oder beliebt sein, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Dann habe ich mir auch mal den Euro-US-Dollar mal wieder angeschaut, aber ist eigentlich recht unspannend. Ein Wochenschlusskurs unter 1,0950 wären Verkaufssignal in meinen Augen. Alles, was darüber sich abspielt, kann auch mal eine Aufwärtsbewegung eben dann folgen. Wie gesagt, aber relativ unspannend. Dann haben wir das Euro gegenüber dem Pfund. Jetzt war ja hier eingezeichnet, kommt noch nicht über die Rainbow-Oberkante hinweg. Passt soweit, wer jetzt hier investiert ist, kann entweder einen Stopp hier unten platzieren oder auch auf das letzte Tief.
Prinzip sollte jetzt hier nicht nochmal diese Unterstützungszone angelaufen werden. Beim DAX, der wird ja. Okay, schauen wir erstmal die JFD-Indikation an. Er wird jetzt bei rund 10.100 Punkten starten. Hier haben wir den 4-Stunden-Chart. Im Prinzip bewegt er sich eben seit 8. Juli. Oberhalb des Rainbows hält er sich auf. Und Unterstützungen liegen auch hier bei 9.900 Punkten. Und eine fette Unterstützung dann bei 9.822 Punkten bzw. 9.800 Punkten. Diese Unterstützung gibt es im Prinzip auf Xetra-Basis auch. Hier liegt die fette Unterstützung knapp oberhalb von eben 9.800 Punkten. Und auch hier lag im 4-Stunden-Chart bei 9.900 eine Unterstützung. Nach oben gibt es einen Widerstand bei 10.144 und hier noch eine Gap-Kante bei 10.200 oder bei rund 200 Punkten oder 200 genau, bei 200, beziehungsweise die Unterkante, die Oberkante liegt dann hier oben eben bei 10.250, die Unterkante bei 10.212 und gleichzeitig liegt auch hier dann, wenn man jetzt hier den Trendkanal anschaut, liegt auch hier die Oberkante des Trendkanals, also hier ist noch ein mögliches Kursziel nach oben. Aber wie gesagt, die Welt ist schon ein bisschen verrückt, aber die Aktienmärkte ignorieren das komplett. Und nach Charttechnik ist im Prinzip hier nach Kursrücksetzern weitere Aufwärtsbewegung eben möglich. Danke fürs Zuhören. Ich melde mich dann später mit anderen Setups wieder. Danke.